Moschus! Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ein chinesischer Gamer-Stühle. Ich stelle euch heute meinen allerersten Gaming-Stuhl vor. Ist das nicht sexy? Außerdem habe ich jetzt mal die Möglichkeit, mir selbst zuzuschauen, wie ich jetzt den Stuhl zusammenbaue, weil, ja, das ist off eingesprochen. Sexy, sexy. Ging jetzt mal nicht anders, der Stuhl ist schlichtweg zu groß für mein Studio, deshalb musste ich das in meinen ebenfalls räumlich begrenzten Korridor machen, den Stuhl eben zusammenzubauen. Wiegt im Übrigen 55 Pfund, so steht es in der Amazon-Beschreibung, und kostet was bei 120, 130 Euro, keine Ahnung, ist gerade nicht verfügbar. Ich habe für euch aber einen Gutscheincode, da kostet der Stuhl, was immer er dann kosten möge, 15 Euro weniger. Aber ich kann schon mal so viel sagen, es ist ein Low-Budget-Stuhl und zwar von Cream oder Casey Ream oder K-Cream, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber vermutlich gibt es den Stuhl unter verschiedenen Namen. Wie so häufig ist eben eher ein Low-Budget-Stuhl, aber für Gamer. Und ich wollte mir eigentlich schon immer mal einen Gaming-Stuhl zulegen, bin aber einfach nicht dazu gekommen, außerdem ist die Auswahl viel zu groß und naja, hat mich halt ein Hersteller angeschrieben, ein Hersteller von Gaming-Stühlen und hat eben gefragt, ob ich diesen K-Cream-Stuhl halt testen möchte und da habe ich zugesagt, weil eben das alles ganz gut gepasst hat. Ja, was kann man so an den technischen Daten sagen? Ne, USB 3.0, natürlich Typ C. Es ist ein Stuhl. Ein Kunstlederbezug auf jeden Fall, das kann ich schon mal verraten. Aber ich denke mal in dem Preisbereich, es ist aber was bei unter 150 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. In dem Preisbereich der Krokodilsleder oder gar feinste Schlangenleder zu erwarten, das ist natürlich unrealistisch. Ja, es ist also ein Kunstlederbezug. Der Stuhl selber besteht aus Plastik. Und aus Metall. Tragende Teile sind schon alle aus Metall. Jedes Gewinde ist auch aus Metall. So ein paar wichtige Sachen sind aus Metall. Was allerdings nicht aus Metall ist, das kann ich hier schon mal spoilern, weil das nämlich auch die große Schwäche von dem Stuhl ist. Das kann ich von einem anderen Stuhl. Das ist die Schiene, die Aufnahme für das Fußkissen. Das kann man ja in so einer Schiene mal rein und rausschieben, je nachdem, ob man es halt gerade braucht oder nicht. Und da, naja, legt man ja seine Füße drauf ab. Also das unterliegt schon einer gewissen Beschränkung. Ich habe das Fußkissen gerade in der Hand. Genau, und schiebe es jetzt in die Schiene rein. Und die Schiene, die ist aber aus Plastik und die kannst du zerreißen später, weil es den Druck einfach irgendwann nicht mehr standhält. Kann man sich dann aber stabilisieren, indem man die Schrauben, Unterlegscheiben drunter macht. Habe ich schon mal einen anderen Stuhl gemacht, wirkt Wunder, Freunde, sage ich euch so, wie es ist. Das werde ich bei dem Stuhl jetzt auf jeden Fall auch noch machen, nur jetzt würde ich das Ding einfach nur zusammenbauen. Was im Übrigen gar nicht so schwer ist, ihr seht, ich bin schon bei der Hälfte und also wow, wie ich die Anleitung stehe, ist mal, also man kann es auch ohne versuchen, aber würde ich nicht mir empfehlen. Schon mal so als kleinen Tipp, die linke und die rechte Handlehne, Armlehne, die kann man verwechseln, die sind beschriftet mit L und R, also nicht unbedingt vertauschen. Was ganz witzig ist, das Ding hat ja so zwei Kissen, einmal eins für den Nacken und unten für die Lende. Und das untere Kissen, das habe ich jetzt noch nicht eingesetzt, das kommt dann aber später noch, das hat so eine Massagefunktion, gibt es ein kleines Kabel und das geht dann auf USB-A. Kurz gesagt, das kann man am Computer, am Notebook oder an einer Powerbank anschließen und ja, dann wird der Rücken massiert. Habe ich später mal ausprobiert, zeige ich euch noch. Und ja, ein Nackenkissen kommt dann auch noch dazu. Ist natürlich verstellbar, die Lehne nach hinten weg. Da kann man schön chillig die Fußstütze halt ausfahren, dann um maximal 155 Grad die Rückenlehne nach hinten machen und schon kann man hart abchillen. Die Rollen sind im Übrigen aus Plastik. Ja, ist jetzt nicht so das Geilste. Die werden es mit der Zeit wahrscheinlich abnutzen. Also ist jetzt alles nicht für die Ewigkeit gebaut. Es kommt natürlich auch echt immer darauf an, wie man so einen Stuhl dann auch behandelt. Ich behandle meine Möbel immer sehr gut und damit ist eigentlich alles relativ langlebig. Auch so einen Stuhl kann man dann echt lange verwenden. Und chillen wir uns erstmal so eine Ecke rein und genießen so ein bisschen. Aufgebaut, das ist jetzt alles zusammengeschnitten, habe ich das da 35, 40 Minuten vielleicht. Und ja, das geht gut von der Hand, die Gebrauchsanweisung ist auf Deutsch und ist auch ganz gut verständlich gemacht, auch so die Explosionszeichnung ist schon ganz vernünftig. Und ja, vom Sitzkomfort her, das ist jetzt nicht mein erster Stuhl. Ich hatte ja, wie ihr vielleicht wisst, früher so einen italienischen Echtholz- bzw. Echtlederstuhl. Das ist kein Scherz. Habe ich abgestaubt. Der hat eigentlich mal in einem Büro gechillt, aber so nach über 20 Jahren. Ja, der wurde noch in D-Mark bezahlt. Hat er irgendwann einen Geist aufgegeben. Der ist dann zerbrochen. Und ja, jetzt habe ich halt eine günstige Variante und eben jetzt noch zusätzlich diesen Gaming-Stuhl hier. Und höhenverstellbare Armlehnen auf jeden Fall. Kann man sich so einstellen, wie man es dann gerne hätte. Also alles Wichtige kann man einstellen. Im Angebot steht 360 Grad. Ja, man kann sich damit im Kreis drehen, hätte das gedacht. Ja, Fußstütze mal rausgeholt, mal die Beine chillig drauf abgelegt. Also wie gesagt,
die sollte man, da sollte man sich schon die Schrauben nach Unterlegscheiben machen, damit es halt nicht zerreißt. Jetzt machen wir uns mal jetzt noch eine richtige Chillpost hier korrekt. Ah, ich habe schon die Powerbank in der Hand, jetzt werde ich das Ding mal noch anschließen, ja, mal schauen, wie ich so reagiere jetzt auf die übelste Chillung. Passt mal auf. Na, geht's? Wow! Ja. Also, das ist eigentlich keine richtige Massage. Es fängt eigentlich eher an zu vibrieren. Ja. Kann man sicherlich auch für die ein oder andere erotische Sekunde missbrauchen, aber ansonsten kann ich dem ersagt nicht viel abgewinnen dieser Massagefunktion, aber ich weiß nicht, ob das andere eventuell anders empfinden. Müsste man sich mal die Kommentare dann in, beziehungsweise Bewertungen bei Amazon halt mal reinziehen. Was die Bequemlichkeit angeht, er ist gut gepolstert, aber nicht so krass, dass man jetzt drinnen versinkt. Ergonomie finde ich ganz angenehm, passt sich wirklich gut meinen Körper an. Ich habe das obere Kissen nicht richtig installiert, das habe ich erst später festgestellt. Deshalb ist es jetzt ein bisschen zu weit oben. Ja, das muss eigentlich ein bisschen tiefer gemacht werden. Wir machen mal einen kleinen Gaming-Test. Ihr seht mir jetzt schon, wie ich auf meinem Computer chille und ein bisschen Battlefield 5 zocke. Und ich muss zugeben, also ich habe jetzt bisher einen ganz normalen Bürostuhl verwendet, sage ich jetzt mal, auch wenn ich ein bisschen gezockt habe. Aber ich muss zugeben, mit diesem Gaming-Stuhl, man sitzt wirklich in einer besseren Position. Und sicherlich ist es nicht optimal. Das ist auch der Schreibtisch, der ist uralt, eigentlich ein Kinderschreibtisch und nicht so jetzt zum Zocken geeignet, aber ich fand es angenehmer auf jeden Fall so zu zocken. Und jetzt noch mal so ein bisschen gezeigt, so in der Aufnahme, dass ihr ein bisschen seht, wie die Verarbeitung ist. Habe ich jetzt keine größeren Mängel gefunden. Den einzigen Mangel eigentlich, das ist die Befestigung der Fußschiene. Wenn ihr die nicht benutzt, dann ist es natürlich ziemlich egal. Ansonsten, wenn man die halt nicht mit den entsprechenden Unterlegscheiben ein bisschen stabilisiert, dann wird die irgendwann rausreißen aus dem Plastik. Aber ja, mehr habe ich jetzt nicht gefunden. Verstellbarkeit, das ist aus, also die gesamte Mechanik ist aus Metall, glücklicherweise. Und es sind jetzt zwei Hebel, einmal um die Höhe zu verstellen. Oh, da kommt schon das Outro. Ja, also funktioniert alles ganz wunderbar. Und das sollte schon gewesen sein. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und das war's. Denkt an den Gutscheincode. Bis dann.